Neues aus Wokistan. Eurovision Song Contest. Bruder. Das Kalifat ist die Lösung. Abschließend können wir also festhalten, dass der Islam vermutlich noch nie so stark in der westlichen Welt verwurzelt war wie jetzt. Und ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video von Ketzer der Neuzeit rein. Zwischen LGBTQ und Kalifat. ESC 2024 und Muslim Interaktiv. Ich habe da nur am Rande von mitbekommen, also sowohl vom ESC als auch von diesen Demonstrationen mit Kalifat und so. Hab nicht wirklich eine Ahnung, was da passiert ist, deswegen ziehen wir uns mal rein, so informationshalber. Einfach mal gucken so. Ich bin jetzt zum Glück weit weg von diesem ganzen Ding. In Mexiko, Digga, schöne Grüße geht raus nach Deutschland. Wir gehen rein, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los! Neues aus Wokistan. Oh shit, man, Wokistan it in, man, Alter. Gib mir die Wokistani-Vibes, bro. Willkommen zu... Die jüdsten Wokis, Digga. Geil. Einfach Wokistan. Willkommen zurück an alle meine Lieblingsextremisten da draußen. Und wenn ihr euch fragt, wie... Stößchen! ...mal gleich die Leute so aussehen, die uns Extremisten nennen, hier sehen wir sie. Bro. Das ist der ESC, ne? Eurovision Song Contest, wo auch Israel mitmacht, weil die auch zu Europa dazugehören. Warum auch immer. Und damit willkommen beim ESC, also beim Eurovision Song Contest 2024. Wenn ihr das seht, war ja halt vor ein paar Tagen einfach das Finale. Ihr werdet es irgendwie wahrscheinlich mitbekommen haben. Ich habe es nicht gesehen, ich habe mir ich habe Maestro-Video geguckt dazu. ...angeschaut und mich im Zuge dieses Videos nochmal damit beschäftigt. Grüße gehen raus an der Stelle. Es war wirklich eine schöne Recherche, es macht immer wieder Spaß. Diese TV-Show, die eigentlich den besten Song Europas sucht, trieft mittlerweile nur noch so von LGBTQ, Political Correctness, LGBTQ und Satanismus natürlich. Bruder... Mit Familie gucken, auf entspannt. Auf Seite. Bruder, wer sowas guckt, wenn ein Kind sowas guckt, was denkst du, Bro? Krasse Scheiße, ja. Das mein. Bruder, das ist richtig Devil-Dings, Alter, richtiger Kult, das ist richtiger. Wie sagt man? Richtige Ritual-Vibes. Guckst du dir an? Das, meine Damen und Herren, war eines dieser Finalauftritte beim ESC 2024. Satanismus pur und offensichtlicher denn je. Und hier sehen wir auch schon den Künstler Nemo, den fortschrittlich non-binären Gewinner des Abends. Wie gerade von den Satanisten, die Hautz findet Nemo, na Mann, die eben noch ihren Ritual Satanskult auf der Bühne performt haben, ja, eine Dornkrone aufgesetzt bekommt. Also alles in Anlehnung an die Dornkrone, die Jesus kurz vor seiner Kreuzigung aufgesetzt bekommen hat. Gezielt antichristliche Kunstauftritte sind aber beim Eurovision Song Contest auch wirklich nichts Neues mehr. Und damit Bühne frei für Madonna im Jahre 2019 beim ESC. Guck sie dir an, Alter. 2019. Digga, die machen wirklich literally, Digga, sacrifices, rituals in front of every, like, bro. Sorry für mein Englisch, Digga, ich rede zu viel Englisch. Die machen einfach diese Rituale direkt vor den Augen von allen und Leute glauben immer noch nicht, dass
satanistische Agendas verfolgt werden. Weißt du, wie ich meine? Das ist so krass, Bruder. Auftritt auch voller Masken, neben dem ganzen Satanismus-Zeug auch echt interessant, wenn man sich vorstellt, was danach die Jahre so passiert ist, aber was auch immer. Wir haben bis... Ja, das ist, einer schreibt gerade, das beeinflusst die Zuschauer, ja, das, selbst die Leute, die nicht denken, dass das die beeinflusst, das geht direkt in dein Unterbewusstsein rein. Und umso bewusster du wirst, umso mehr spürst du das auch, wenn du dir so ein Shit reinziehst, wie das Nervosität, eklige Vibes und komische Sachen in dir auslöst, so. Weißt du, wie ich meine? Du spürst es, Mann. Du merkst richtig, wenn du dir so einen Müll reinziehst, was es in dir für Energien erzeugt, wenn du bewusst bist. So. Auch wenig über Sex gesprochen. Immerhin reden wir doch hier gerade über ein familienfreundliches Fernsehevent für die ganze Familie. Holen wir das gerne nach. Bruff. Neben den hypersexualisierten Auftritten war auch interessant zu sehen, wie Israel und Ukraine richtig, richtig viele Punkte abgesahnt hat. Was hat Israel überhaupt da verloren, Digga? Da hat sich wohl ein oder andere Live-Zuschauer gedacht, mit meiner Stimme werde ich jetzt die Welt zu einem besseren Ort machen. Apropos Politik, das einzig Schöne an dieser Sendung. Die ganzen Mokis, Digga, haben einfach Israel und Ukraine gewählt, so. Wegen Solidarität. Und es ist kein politisches Event angeblich. Dass der deutsche Kandidat diesmal nicht selbst entblößend. Israel identifiziert sich als europäisch. Israel nimmt an europäischen Song Contest teil, weil Israel Mitglied der Europäischen Rundfunkunion ist. Die den Wettbewerb veranstaltet. Obwohl Israel geografisch nicht in Europa liegt, ist es seit 1973 Mitglied der EBU. Und nimmt daher am Eurovision Song Contest teil. Israel ist eines von mehreren Nicht-EU-Ländern, die am Wettbewerb teilnehmen dürfen, weil sie Mitglieder der EBU sind und somit die Teilnahmebedingungen erfüllen. Was auch immer das ist, Digga. Und ich frage mich auch, warum Israel Teil der Europäischen Rundfunkunion ist, so. Ich hätte da eine Verschwörungstheorie zu, um ehrlich zu sein. Aber reicht jetzt, komm, wir gucken erstmal weiter. Türkei zog sich 2013 von Wettbewerb zurück, vor allem seit dem Gewinn von Conchita Wurst im Jahr 2014 will die Türkei mit dem Wettbewerb fernbleiben. Ach was, Digga, krass. Alter, was für Infos hier rauskommen. Bruder, wir sind mies in der Recherche drin. Golden Bags, ich küsse dein Herz, danke für deinen Support, Liebe geht raus an dich. Love Force of the Realness, wir sind drin. Rundfunkunion ist quasi, Bruder, jetzt gehen wir richtig rein, ist quasi die internationale Gemeinschaft der verschiedenen Schutzgelderpresser, welche staatlich geschützt werden und sowas wie Propaganda, Staats-TV auf Kosten der jeweiligen Bevölkerung darstellen. Das ist echtes Wikipedia, wo hast du das her? Aus eigener Feder sagst du, wa? Mega gute Wissensauffrischung gerade, braucht sich keiner schämen. Ja, also das war echt auch ein bisschen stupid von mir dann wahrscheinlich, dass ich Ukraine, Europa und so. Ich dachte, das war EU, weißt du? Aber ist gut, Mann, wir sind jetzt schlauer im Nachhinein. Mit einer Transflagge auf die Bühne kam, sondern mit einer Deutschlandflagge, man hätte es nicht erwartet. Also, Nazi. Ja, irgendwie alles trotzdem komisch. So oder so, einfach eine Freakshow, die... einzig und allein dazu führen sollte, dass man seinen Fernseher vorsichtig, aber doch bestimmt durchs Fenster auf die Straße manövriert. Da muss man aber so aufpassen, dass man nicht den ein oder anderen Fernseher laut man hat, da. Ich meine, ey, man kann einen Fernseher haben, aber man darf keinen Fernsehen gucken. Ich gucke auch YouTube-Videos auf dem Fernseher, weißt du? Also nicht direkt wegschmeißen, meine lieben Freunde. Ihr könnt auch diesen Stream hier auf dem Fernseher gucken. Wenn ihr euch Twitch auf dem Fernseher runterladet, ich liebe euch. Strand dort unten trifft, weil die gibt es mittlerweile auf den deutschen Straßen immer mehr. Welch eine Überleitung. Jetzt nämlich auch aus migrantischen Kreisen, die ja bisher nicht wirklich dafür bekannt waren, bei Fridays for Future oder auch bei Corona-Demos mit am Start zu sein. Leider. Ich hätte mir meine migrantischen Brüder und Schwestern gerne bei diesen Corona-Demos gewünscht, ja, ich schwöre dir. Dann hätten wir einen richtigen Aufstand gemacht, sag ich dir ehrlich. Dann hätten die Bullen auch nicht so leichtes Spiel gehabt, wo die Alten da alle verprügelt haben, so, weißt du, wie ich meine? Nichts gegen Polizisten, ne? Sind nicht alle böse. Aber da auf diesen Demos haben die echt ekelhaften Scheiß teilweise durchgezogen. Hätte ich mir gewünscht, sage ich dir ehrlich. Fand ich ein bisschen schade, dass viele Leute mit Migrationshintergrund in Deutschland
auch aus der Szene, aus der ich komme, so ein bisschen mehr oder weniger ihre Schnauze gehalten haben, als zu dieser ganzen Corona-Politik gekommen ist. Was aber auch damit zu tun hat, glaube ich, dass sie, ja, es hat mehrere Hintergründe, glaube ich. Weißt du, es hat mehrere Hintergründe. Wir haben leider in Deutschland nicht dieses Zusammengehörigkeitsfeeling, wie es zum Beispiel auch in den Staaten ist. Weißt du? Dass auch Leute aus anderen Ländern, die in den Staaten geboren sind und da leben und so, sich als Amerikaner identifizieren. Weißt du? Das haben wir leider bei uns in Deutschland nicht und das hat auch mehrere Gründe. Ich glaube, das hat, also der Ursprung davon ist auch, wie die hingeholt wurden teilweise ganz früh, damals nach dem Zweiten Weltkrieg als Gastarbeiter. Das Wort alleine zeigt ja schon, ihr seid hier nur Gäste, ihr baut mit auf und dann verpisst ihr euch wieder und die sind dann geblieben. Das heißt, es war nie so eine richtige, ihr seid jetzt Teil von unserem Land, ihr gehört jetzt zu uns mit dazu. Das hätte ich mir immer gewünscht. Zum Beispiel, vor allen Dingen türkische Brüder und Schwestern sind schon seit 3-4 Generationen mittlerweile in Deutschland. Da wäre es langsam mal echt mal an der Zeit, dass wir so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl haben innerhalb der Bevölkerung, auch wenn einer einen Migrationshintergrund hat oder nicht, weißt du? Weil ich glaube, da ist ganz viel bei der, wie man Leute hier hingeholt hat, teilweise einfach schiefgelaufen, so dass heutzutage bis heute die Leute dann eher so Parallelgesellschaften gegründet haben und nicht so wirklich Teil von Deutschland oder nicht richtig akzeptiert als Teil von Deutschland wurden, so mäßig. Weißt du, wie ich meine? Den letzten Tagen haben wir aber immer mehr von Muslim Interaktiv. So heißt die Gruppe, die auch am vergangenen Samstag wieder auf der Straße war. Man erinnere sich, das ist die Gruppe, die durch Deutschland marschiert ist mit dem Spruch, das Kalifat ist die Lösung. Ja. Krass. Fragt sich, warum genau diese Spezialisten dann nicht einfach den nächsten Flug Richtung Irak nehmen. Das kostet, habe ich geschaut, gerade mal um die 500 Euro, also genau ein Monat. Was bedeutet Kalifat? Weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Müssen wir mal ein bisschen recherchieren, Digga. Ich küsse dein Herz. Bro, ich bin dritte Generation Türke hier, aber egal, was ich mache, habe studiert, bin in der Kommunalpolitik aktiv, werde aber mit meinem Aussehen niemals Deutscher hier. Ja, schade, Digga. Das ist schade. Das finde ich schade. Da habe ich mir schon früh mehr Zusammenhalt gewünscht. Das liegt aber auch an den Politikern und so, meiner Meinung nach so. Man hätte schon viel früher mal eine Rede halten können von einem Bundeskanzler oder so, der so einfach gesagt hätte, ey, zum Beispiel die Türken, die hier früher hingekommen sind und das Land mit aufgebaut haben, ihr gehört zu Deutschland dazu, wir lieben euch. So ein Satz, Digga, hätte schon, glaube ich, voll viele, weißt du, die Türken hätten sich gut gefühlt in Deutschland, Bruder, hätte für mehr Liebe zwischeneinander gesorgt. Kalifat bezeichnet das nach dem Tode des Propheten geschaffene Amt, das die Umma ist, glaube ich, die, oh. Umma bedeutet, glaube ich, alle Leute, die dem Islam angehören, mäßig, oder? Die Community. Anführt, so wie das von ihm beherrschte Territorium. Die Kalifaten übernehmen als Nachfolger bzw. Statthalter Mohammeds nicht dessen prophetischen Aufgaben, da das Offenbarungsgeschehen als abgeschlossen galt. Als Kalifat bezeichnet man die Herrschaft, das Amt oder das Reich eines Kalifaten, also eines Nachfolgers oder Stellvertreters des Gesandten Gottes. Es stellt somit eine islamische Regierungsform dar, bei der die weltliche und die geistliche Führerschaft in der Person des Kalifat vereint sind. Okay, crazy. Und das haben die in Deutschland gefordert oder was? Oder haben die einfach nur gesagt, das ist die Lösung? Kalifat ist die Lösung. Ja. Kalifat ist die Lösung. Wenn die das glauben, Bruder, keine Ahnung. Wird da in Deutschland sowieso nicht passieren, dass sowas kommt, oder? Man fragt sich, warum genau diese Spezialisten dann nicht einfach den nächsten Flug Richtung Irak nehmen. Das kostet, habe ich geschaut, gerade mal um die 500 Euro. Also genau ein Monatsauskommen durch das Bürgergeld. Sollte doch irgendwie machbar. 500 Öcken? Nur? Wie jetzt, Digga? 500 Öcken kriegt man nur als Bürgergeld, oder? Ich dachte, das sind 1000 oder so. Öcken it out, man, Alter. Diesmal durfte die Forderung eines religiös geführten islamischen Staates nicht geäußert werden, weil die Demoauflagen eben dann strenger gemacht worden sind. Obwohl Marco Buschmann gerade eben noch erklärte, dass diese Ausrufe eben Teil einer legitimen Meinungsäußerung sein und eben auch Teil des Meinungskampfes sein müssen, die man ertragen müsse. Ja, mal schauen. Also da muss ich ganz klar sagen, da bin ich schon auch der Meinung. So. Ich meine,
die können ja gerne die Meinung haben, dass das Kalifat die Lösung ist. Ich habe jetzt kein Schild gesehen, wo steht, dass Deutschland ein islamischer Staat werden muss. So. Sondern ich weiß gar nicht, für was die Lösung, habe ich jetzt gerade noch nicht richtig verstanden. Aber ich bin sowieso ein richtiger, krasser Verfechter von Freedom of Speech am Ende des Tages. So. Weißt du, wie ich meine? Also so, jeder soll seine Meinung sagen können, wie er möchte. Ist mir egal. So. Jeder sollte seine Meinung frei äußern, weil da können wir auch intervenieren, können wir diskutieren, können wir in den Diskurs gehen und miteinander quatschen. So. Wenn Leute ihre Meinung zurückhalten und sich nur mit Leuten zusammentun, die die gleiche Meinung haben, dann kommen wir nicht mehr in eine Diskussion rein und dann sorgen wir meiner Meinung nach dafür, dass es immer radikaler wird, egal auf welcher Seite so. Wenn wir nicht mehr miteinander reden, weißt du? Das ist so das, wo ich sage, ey, ist mir auch egal, ob die Meinung mich triggert oder nicht, weißt du? Ist mir egal, Digga, auch wenn irgendein Nazi da seine Meinung runterlabert und die voll Anti jetzt Leute ist mit einer anderen Hautfarbe, Religion oder was auch immer, so, dann finde ich trotzdem, dass er diese Meinung äußern dürfen sollte, solange er nicht zu Gewalttaten aufruft, weil dann kann ich sagen, okay, lass mal einen Talk machen, dann können wir uns unterhalten und dann kann ich ihn eventuell davon überzeugen, dass das nicht stimmt, was er denkt. So, wenn er es nicht ausspricht, was er denkt, dann bleibt es in seinem Kopf mäßig. In den nächsten Jahren noch alles ertragen dürfen. Und wenn jemand zu Straftaten aufruft, das ist ganz klar gegen das Gesetz, Bro. Und ich sage, Sachen, die gegen das Gesetz gehen, darf man natürlich nicht machen. Zu Gewalttaten aufrufen, zu Straftaten aufrufen und diese ganzen Sachen. Es geht ja hier um eine Meinung. Zu Straftaten aufrufen ist ja keine Meinung mehr. Ich bin der Meinung, dass ihr jetzt alle rausgehen solltet und die verprügeln solltet. Das ist ja keine Meinung, Digga. Das ist ein ganz klarer Aufruf zu einer Straftat. Wie die das teilweise mit den Ungeimpften in Corona-Zeiten gemacht haben. Was natürlich vollkommen legitim ist, weil es sind ja nur Ungeimpfte. Im deutschen öffentlichen, hier, im das, was wir finanzieren. Öffentlich-rechtliche. Die Forderung der Scharia in Deutschland würde dann so viel bedeuten wie Steinigung von Homosexuellen und natürlich auch von den Frauen, die bei Vergewaltigung selbst schuld sind und dann hingerichtet werden können. Ja, kunterbunte Regenbogen-Ideen auf jeden Fall. Ist schon alles absurd, wenn man sich vorstellt, dass unsere westliche Zivilisation massiv auf christlichen Werten aufgebaut worden ist. Ich habe bewusst die Vergangenheit. Okay. Gewählt, weil jetzt stehen wir gerade irgendwie an dem Punkt, dass wir statt, wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein, einfach sagen, ja, wer frei vom Kopftuch ist, den sperren wir einfach mal bis zu 15 Jahren ins Gefängnis. So will es Beispiel. Es wird niemals passieren in Deutschland. Weise der Irak in Extremfällen handhaben. Genau solch eine Scharia. Das ist halt auch, ich finde es ein bisschen krass, wie die Leute das so ernst nehmen, weißt du? Weil ein paar Jungs innen demonstrieren gegangen sind und gesagt haben, Kalifat ist die Lösung. Für was, weiß ich gerade nicht, habe ich nicht verstanden, für was das die Lösung sein sollte. Aber warum gibt's echt, also es sind so viele Leute gerade, die sagen, oh, wir müssen Angst davor haben, als ob das wirklich kommen wird. Als ob Deutschland ein islamischer Staat werden würde. Don't ever play yourself. Come on, Digga. Echt jetzt? Melissa, ich küsse dein Herz, Liebe geht raus an dich. Danke für deinen Support. Gang, sowas ist komplett daneben, 15 Jahre Knast. Wenn man kein Kopftuch trägt. Ja, normal. Was war das, Irak? Jetzt stehen wir gerade irgendwie an dem Punkt, dass wir statt, wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein, einfach sagen, ja, wer frei vom Kopftuch ist, den sperren wir einfach mal bis zu 15 Jahren ins Gefängnis. So will es beispielsweise der Irak in Extremfällen. Iran. Haben. Genau solch eine Scharia wünscht sich übrigens die Mehrheit in den besagten arabischen Ländern, wo sie eben herrscht. Und von denen, falls ihr es irgendwie nicht ganz mitbekommen habt, haben wir ja sehr, sehr, sehr viele durch Migration jetzt in unserem Land. Und die Ideologie, die in diesen Ländern eben schon längst mehrheitsfähig ist, entwickelt sich auch hier auf unserem Boden immer mehr ins, ja, neue Normal. Vielleicht habt ihr es übersehen, aber mittlerweile gibt es Schulen, die im Endeffekt wirklich eine Subkultur darstellen. Dort wird die Scharia mehr oder weniger gelebt. Was ist da los in der Gesamtschule Nordstadt in Neuss? Vier muslimische Oberstufenschüler sollen hier versucht haben, strikte islamische Regeln durchzusetzen. Wieso können Schüler überhaupt irgendwelche Regeln durchsetzen? Und sollten sich bedecken, wie es die Scharia schreibt, im Unterricht. Was geht mit den Lehrern ab, Digga? Hä?
sollte Geschlechtertrennung folgen. Die Schüler erklärten während des Unterrichts, dass sie die Demokratie ablehnen und versuchten im Rahmen einer Diskussion Schülerinnen und Schüler und die Lehrkraft zu überzeugen, dass die Scharia durchweg nur positive Aspekte habe. Scharia-Regeln an einer deutschen Schule? Nicht der erste Fall. Im vergangenen Sommer sollen an diesem Bonner Gymnasium... Das ist krass. Also ich, guck mal, ich sag dir ehrlich, meine lieben Freunde, ne? Ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall seit geraumer Zeit definitiv Anti-Islam-Propaganda geschürt wird und alles dafür genutzt wird, um den Islam schlecht zu reden, gerade in der westlichen Welt. So, spätestens nach 9/11 war das der Film so, mehr oder weniger, ne? Warum auch immer, was auch immer dahinter steckt. So, und jetzt wird alles genutzt dafür, um das so weit wie möglich nach vorne zu tragen, dass so viele Menschen wie möglich Angst vor dem Islam haben und vor allem Moslems, Digga. Warum auch immer, Digga. Was weiß ich, Digga, was da der Plan hinten dran ist, so. Aber das ist auf jeden Fall Fakt. Und dass jetzt 4 Schüler auf einer Schule quasi gesagt haben, ey, wir würden hier gerne andere Regeln haben, so. Als ob das, also, Bro. Dass dann da so ein Bericht draus gemacht wird und so ein Hehl draus gemacht wird. Ich verstehe, dass das... Also ich bin der Meinung, dass sowas auch überhand nehmen kann. Ne? Aber ich bin auch der Meinung, dass wir da auch einfach, dass eine Schule ganz einfach dagegen arbeiten müsste eigentlich. Weißt du, wenn 4 Schüler da so aus der Reihe tanzen und irgendwelche Regeln fordern, die einfach... Albertus tippt 5 Euro. Oder? Es geht um die anhaltende Unterdrückung und Manipulation der arabischen Welt durch den Westen, USA und ihre Vasallen. Der Punkt ist richtig, aber das Kalifat nicht die Lösung. Ja, Digga, also ich kenne mich da gar nicht aus. Keine Ahnung, was das Kalifat bedeutet, so, weißt du, wie ich meine. Ich habe da eben ein bisschen reingelesen. Ich weiß gar nicht, warum die das fordern oder was da der Hintergrund ist. Ich weiß gar nicht, warum diese Demos überhaupt entstanden sind. Wäre cool, wenn mir das einer von euch erklären kann. Nur, was ich halt finde, ist, dass man mit solchen Sachen halt doch einfach ganz normal umgehen könnte, mit Regeln, weißt du. In der Schule, wir haben deutsche Gesetze in Deutschland und die stehen ganz klar im Grundgesetz drin und daran halten wir uns fertig aus. Egal, wo du herkommst, was für eine Religion oder Hautfarbe oder was du hast, du hältst dich daran fertig aus. Wenn du dich nicht daran hältst, hast du mit Konsequenzen zu rechnen. So ein Typ bin ich auch, weißt du, wie ich meine? Und ich sag auch, wir müssen die Gesetze, die wir haben, auch ganz knallhart durchsetzen. Und wenn da ein paar Schüler aus der Reihe tanzen oder wenn irgendwelche Leute irgendwas tun, was nicht in die Gesetzeslage oder in das Grundgesetz reinpasst, dann müssen die mit Konsequenzen und Strafen rechnen, fertig aus. So, weißt du? Und ich glaube, wenn wir das einfach ganz normal strikt durchziehen würden, dann wäre auch alles cool. Radikale Muslime andere Mitschüler aufgefordert haben, sich frommer, islamischer zu kleiden. Wie geht das, Digga, dass Leute in der Schule quasi rumlaufen und den Mädels erzählen, ihr müsst euch frommer kleiden, so wie... Interessant, wenn muslimische Schüler jetzt die Kopftuchpflicht kontrollieren und auch gleichzeitig natürlich die Trennung der Geschlechter in Bädern, aber jetzt an Unis haben wir ja die All-Gender... Was ist das für eine Aussage? Muslimische Schüler kontrollieren die Kopftuchpflicht, wieso... Bruder. Islamischer zu kleiden. Das ist schon interessant, wenn muslimische Schüler jetzt die Kopftuchpflicht kontrollieren und auch gleichzeitig natürlich die Trennung der Geschlechter in... Bruv, Schüler sollten gar nichts kontrollieren. ...Bädern, aber jetzt an Unis haben wir ja die All-Gender... Ich weiß nicht, Bruder, ja, ich weiß nicht. Abschließend können wir also festhalten, dass der Islam vermutlich noch nie so stark in der westlichen Welt verwurzelt war wie jetzt. Und... Dieses Thema wurde in den Qualitätsmedien, in den guten alten Öffentlich-Rechtlichen, viel zu lange, viel zu hart ignoriert. Und jetzt, wo der Trend kaum noch aufzuhalten ist und es wirklich offensichtlich wird, dass wir hier irgendwo ein kleines Problemchen haben, wird langsam aber sicher mal ein bisschen drüber berichtet. Aber dann, ja, sowas wie, es bleiben Fragen noch offen. Ja, welche Fragen bleiben da eigentlich offen? Und wo wir schon beim Thema sind, kommen wir zum dritten, letzten kleinen Thema des Tages, dass wir, die Öffentlich-Rechtlichen, ja, aber genau das ist ja das Problem. In Deutschland ist es, Tradition, regelhart durchzusetzen. Daran mangelt es. Es sei denn, die Regierung wird kritisiert. Ja, das ist halt crazy, weißt du? Ich finde das halt. Ich weiß auch nicht, warum das gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da steckt mehr dahinter als das, was die meisten Leute gerade denken, so.
auch hinter dieser Islam-Propaganda und überhaupt, dass dafür gesorgt wird, dass so viele Migranten nach Deutschland kommen und so. Das ist alles orchestriert, meiner Meinung nach, weißt du? Das hat alles einen Grund. Soll wahrscheinlich auch einfach nur Spaltung der Gesellschaft wieder, damit wir die Gesellschaft kontrollieren können im Endeffekt, so, weißt du? Und ich glaube auch, wenn diese ganzen Propagandamechanismen nicht so krass benutzt werden würden, wie Medien und so, TikTok, dies, das, AfD und die, wenn das nicht alles so krass einen Einfluss hätte auf die Kultur, glaube ich auch, dass wir viel besser miteinander leben könnten, als wir denken teilweise, auch wenn wir eine unterschiedliche Religion, Hautfarbe oder Herkunft haben, so, weißt du? Das ist alles auch wieder Teile und Herrsche irgendwie, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Medien allzu oft, allzu gern und auch allzu gerechtfertigt kritisieren, das ist klar. Aber mittlerweile haben selbst die Mitarbeiter der besagten öffentlich-rechtlichen Medien keine Lust mehr auf das, was sie da... Und ich finde es halt schade, dass teilweise Leute, die auch einen offenen Geist haben, beziehungsweise auch sehr dazu tendieren, Dinge zu hinterfragen, trotzdem bei ein paar Sachen einfach das nicht verstehen und da mitmachen dann. Weißt du, wie ich meine? Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. So sprechen die Mitarbeiter in ihrem Manifest von mangelnden Qualitätsstandards, aber dafür umso mehr Frames, Stigmatas und Bevormundung. Sie sprechen davon, dass jeder gegen jeden, das ist der Grund. Spaltung, Informationskrieg. So. Nur ein bestimmtes Weltbild dominieren würde und dass die Zuschauer im Endeffekt erzogen statt informiert werden. Ja, eine Sache, die schon vor Jahren zugegeben worden ist, aber anscheinend hört einfach niemand zu, wenn die Öffentlich-Rechtlichen selbst erzählen, was sie da kunterbuntes treiben. Zu Beginn der ganzen AfD, des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Missionarischen Eifer, aha. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. Das hat eine ganze Weile gebraucht. Und deshalb haben wir, immer... Ja, das ist Propaganda, Digga. Da siehst du doch schon wieder, wie die operieren, weißt du? Viele von den Gedanken, die die Bürger haben heutzutage, sind nicht deren eigene Gedanken. Das ist eine Beeinflussung aus Medien, so. Das ist halt crazy. Immer dann noch wie so ein Stigma noch da dran geht, die rechtspopulistische AfD. Selbstdenken, selbst fühlen ist nicht mehr in heutzutage. Ist nicht mehr der Vibe. Dann haben gesagt, ja, die Leute kennen diese Partei noch nicht, die müssen es erstmal einordnen können. Dann haben wir irgendwann mal gemerkt, mittlerweile ist diese Partei bekannt, es braucht dieses Etikett nicht mehr, weil was hat dieses Etikett gemacht? Es hat genau diese Wirkung entfaltet, dass die Leute sich irgendwie stigmatisiert fühlen. Die hohen Tiere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die sehen aber diese ganze Kritik natürlich als komplett an den Haaren herbeigezogen und antworten einfach nur plump mit, ja, wollt ihr... Krass, aber dass eigene Mitarbeiter so ein Manifest da rausgeballert haben, Digga, fühle ich. Einfach mal eure Namen veröffentlichen, ihr Mitarbeiter, die uns kritisiert, weil das würde ja schließlich zum Urqualitätsstandard des Journalismus dazugehören, damit man dann am Ende des Tages einfach nur mit dem Käffchen in der Hand die Liste abhaken kann von den Menschen, die man dann feuert. Wäre vielleicht sogar ganz gut, weil dann dieser Laden vielleicht einfach zusammenbricht oder man hat dann nur noch unkritische Journalisten im eigenen Haus, wäre auch nicht cool. Ja, am Ende des Tages, boah, eine Reform des Öffentlich-Rechtlichen sehe ich als unrealistisch. Das müsste eher so ein Abriss sein mit so einer Birne. Das war extremistisch, Leo. Das war einfach nur zu hart. Welch eine kunterbunte Kombination, der Eurovision Song Contest und das Kalifat auf deutschen Straßen. Wunderschön, ähnlich wie dieses T-Shirt hier. Das Ketzer-T-Shirt jetzt mit bis zu 30% Rabatt auf ketzerderneuzeit.com. Ich küsse dein Ketzerherz, Digga. Liebe geht raus auf jeden Fall. Interessante Geschichte hier. Eurovision Song Contest, Kalifat und dieses öffentlich-rechtliche Thema. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, was diese ganzen, weiß ich nicht, Digga. Ich bin gespannt, wo das hingeht in der nächsten Zeit, gerade in Deutschland, diese ganze Propaganda, die da verbreitet wird, ist schon krass auf jeden Fall, ey, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Schreibt mir mal gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ihr merkt, also ich habe mich damit jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt mit diesem ganzen Kalifat-Thema und so und was da wirklich gefordert wird und warum das gefordert wird, aber ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren unten in den Kommentaren.
Keiner ist perfekt. Schreibt mir immer gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch auf jeden Fall. Ich höre auf mein Herz, ich höre, was ich fühle. Und das solltet ihr auch tun. Lasst euch nicht zu krass beeinflussen von irgendwelchen Leuten, Medien, YouTubern, was auch immer. Bleibt in der Liebe. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. I don't know, bro. Also ich fühle mich wirklich gesegnet, da ich so viele Nationalitäten wahrnehmen durfte und es einfach meine besten Freunde waren. Wie gesagt, extrem gibt es überall. Ich bin nämlich auch so, weißt du, wie ich meine? Und ich bin echt, also es gibt ja auch diese ganzen AfD-Promo-YouTube-Kanäle, wie dieser eine Ost-West-Typ zum Beispiel und so. Die hauen so Videos raus und dann sagen die, ja, alle Moslems müssen atmen oder keine Ahnung, Rückführung von Migranten und diese ganzen Sachen und so. Und ich sag dir ehrlich, ich glaube, das ist auch alles nur Propaganda so. Ist auch alles nur dafür da, damit gewisse Parteien unterstützt werden und gewisse Mechanismen in der Bevölkerung passieren, so damit wir nicht mehr zusammenhalten, damit wir nicht mehr miteinander einfach in Frieden und Harmonie leben. So, Bro, das ist alles möglich, weißt du, wie ich meine? Ich bin halb weiß, halb schwarz, Digga. Ich habe so viele muslimische Freunde, Digga. Ich habe Freunde, christliche Freunde. Mann, grün, egal, von allen Farben, Herkünften, Religionen. Und ich liebe das, Digga. Weißt du, ich bin hier in Mexiko. Ich lerne jetzt Spanisch und so. Dieses, sich mit verschiedenen Kulturen zu umgeben und harmonisch miteinander zu leben, das bereichert einen Menschen extrem. Weißt du? So. Ich sag dir ehrlich, Deutschland wäre doch langweilig, wenn da nur Deutsche wären, Digga. Weißt du, guck mal, das sagt aber auch jeder Deutsche, hat mal beim Italiener gegessen, beim Türken, beim Araber, beim hier, beim da. Weißt du, das ist doch geil, Digga. Ich finde das geil. Ich finde das cool. Aber natürlich benutzen die Medien immer nur die negativen Sachen und bauschen die auf, weil die wieder ein Instrument gefunden haben, wie sie uns spalten können. Und das sollten wir halt eigentlich nicht miteinander machen lassen, meiner Meinung nach so. Weißt du? Wir sollten dagegen arbeiten mit Miteinander und Liebe. So. Also ich fühle mich wirklich gesegnet. Ja, 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 ja. Der bezieht sich auf 2-3 Schüler in 2 Berichten, die niemand kennt. Hahaha. Ja, das war schon komisch, Digga, mit den Schülern und so, dass das jetzt so. Also ich merke immer mehr, dass ich so voll auf meiner eigenen Wave unterwegs bin, so, weißt du? Ich bin und bleibe immer in der Mitte. So. Ich lasse mich von keiner Seite zu krass beeinflussen oder prägen. Ich bleibe in meiner persönlichen Mitte. Ich bleibe in meiner persönlichen Mitte und höre auf mein Herz einfach, fertig. Dieses Migrationsthema betrifft halt fast ganz Europa und die USA mittlerweile auch. Schwurbler würden sagen, da steckt eine Agenda hinter, globales Thema. Ja, man muss ja einfach nur mal hingucken, also wenn du schlau bist, dann guckst du, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass so viel migriert wird? Wie kommt es überhaupt dazu? Weißt du? Und dann wirst du ganz schnell merken, dass die Länder, die sich gerade beschweren darüber, dass so viele Migranten kommen, dafür verantwortlich sind, dass so viele Migranten kommen. Das wollen die natürlich nicht hören. Aber es ist so. Wer verkauft die Waffen, wer schmeißt die Bomben? Wer sorgt dafür, dass in diesen Ländern Krieg ist? So? Wer? Und deswegen, ja, diese Länder werden beabsichtigt destabilisiert. Und dann wundern sich die Leute darüber, dass die Leute da abhauen und woanders hin wollen. Weißt du? So. Das ist alles, Bro. Das ist alles Film. Alles Film. Alles Film. Ja, Digga. Und auch, dass Migration so ein heftiges Problem ist, wird auch halt von den Medien krass aufgebauscht so.